kein Hühnchenkorn mehr für mich. Der ausgehungerte Wolf schleicht sich an seine leckere Beute an. Mowgli! Mowgli! Das war ja ein eigenartiger Traum. Ich muss wohl immer noch träumen. Nein, Mowgli hat mir nur mal wieder einen Streich gespielt. Entschuldige, Baloo. Ich wollte nur Mowgli abholen. Heute tagt der Rat der Wölfe. Akela ist schon dorthin unterwegs. Wie immer absolut pünktlich. Gehen wir, Mowgli. Und bitte keine deiner dummen Spielchen mehr. Hat irgendjemand Akela gesehen? Was hat Fauna denn jetzt vor? Da unser Rudelführer offenbar verhindert ist, werde ich es als sein erklärter Nachfolger nun übernehmen, diese Versammlung zu eröffnen. Du? Psst. Ja, ich. Hat sonst noch jemand irgendetwas dagegen? So ist das Gesetz. Wenn Akela unwillig oder unfähig ist, dem Rat beizuwohnen, dann wird ein neuer Anführer bestimmt. Und als sein nächster Verwandter hat niemand einen höheren Anspruch als ich. Wir werden sehen, was Akela dazu sagt. Ich werde ihn suchen und herbringen. Oh! Akela! Schlangenbiss. Wir haben noch Zeit. Der Biss war nicht allzu tief. Moos, ja, Moos. Ein gutes Mittel gegen Schlangenbisse. Das Moos, das wir brauchen, wächst nah am Sumpf. Und wir brauchen eine Menge Moos. Nein, Mowgli, warte. Es ist doch noch viel zu dunkel, um... Keine Sorge, Baloo. Ich passe auf ihn auf. Wir treffen uns nachher am Ratsfelsen. Baloo, bring mich bitte zum Ratsfelsen, mein Freund. Wenn ich schon sterben muss, dann im Beisein meines Rudels. Noch bist du nicht tot, Akela. Wir werden dich am Leben halten, glaub mir. Menschenjunge? Wow! Was machst denn du hier draußen, mitten in der Nacht? Ich suche nach Moos. Akela wurde von einer Schlange gebissen und Baloo sagt... Ja? Ich kenne das Moos, von dem er gesprochen hat. Und ich kann dir die Suche ersparen. Es hat geregnet, das Wasser ist gestiegen, das ganze Moos ist verfault. Oh, du musst noch ein anderes Mittel kennen. Hallo, du. Hilfe. Iki. Ja, ich bin's. Du musst mich für ziemlich dumm halten, weil ich in diese Falle getappt bin. Du kannst mich doch daraus befreien, oder? Danke, Mowgli. Oh. Es hätte noch schlimmer kommen können, wäre dieser Mensch nicht von einer Schlange gebissen worden. Von einer Schlange gebissen? Genau wie Akela. Ja, aber einer der Begleiter hatte eine braune Tasche und er hatte eine Medizin darin gegen Schlangenbisse. Schlangenmedizin? Ja, in der braunen Tasche und sie wirkte rasend schnell. Schnell genug, um ihn ins Dorf bringen zu können. Und die Medizin und die braune Tasche? Sie haben natürlich alles mitgenommen. Mowgli, du bist einfach zu schnell für mich. Bagheera, es gibt hier leider kein Moos. Aber Iki weiß von einer Medizin gegen Schlangenbisse. Sie ist unten im Dorf. Wirst du hingehen? Ja. Komm mit, Iki. Du musst mir diese Tasche zeigen. Was? Du meinst ins Dorf? Oh nein! Hör mal, Iki. Lauf schon. Es geht immerhin um Leben und Tod. Oh je, oh je. Meine Freunde, mit großer Trauer beklagen wir alle den Tod unseres Anführers Akela. Noch bin ich nicht tot, Fauna. Nicht aufregen, Akela. Spar dir deine Kräfte. Mowgli. Mowgli ist ins Dorf gelaufen. Was? Dort haben sie Medizin gegen Schlangenbisse. Und du hast ihn dorthin gehen lassen? Er ist nicht allein. Iki ist bei ihm. Sie weiß, wonach sie suchen müssen. Ja, aber also... Oh nein. Baloo, wenn Akela stirbt, muss Mowgli sowieso zurück ins Dorf. Dafür wird Fauna sorgen. Das werde ich zu verhindern wissen. Fauna?
Oh, müssen wir wirklich dahin? Ja, Iki. Wow. Oh, Hilfe! Mowgli! Psst, Iki. Willst du etwa das ganze Dorf aufwecken? Nicht solange Akela noch im Leben ist. Und ich habe die Medizin, um ihn gesund zu machen. Es ist Menschenmedizin. Ja, und die Menschen werden jeden Augenblick hier sein. Warum bleibst du nicht einfach hier bei ihnen, im Dorf, wo du hingehörst, Menschenjunge? Wenn die Menschen dich hier entdecken, werden sie dich töten. Wenn sie dich erwischen, werde ich schon sehr weit entfernt sein und... Danke, Iki. Sag schon, Niki, wo ist die Medizin, von der du sprachst? Sie ist in einer Art durchsichtigem Stein. Meinst du das? Genau, ja. Und sie haben die Spitze abgebrochen und den Stein über die Wunde gehalten. Entschuldige, Akela. Nein, entschuldige dich nicht, mein Sohn. Du hast dem Rudel einen großen Dienst erwiesen. Was man von Faona leider nicht behaupten kann. Er hat sich in der Stunde der Not einfach davongeschlichen. Aber nur, um Mowgli zu helfen. Was willst du getan haben? Ich weiß, ich war nicht rechtzeitig dort. Und ich bin dummerweise in den Fluss gefallen. Aber ich habe mein Bestes gegeben. Faona, ich... Es war falsch von mir und ich hätte nicht tun dürfen, was ich getan habe. Und ich werde mich nie wieder gegen dich stellen. Nur, könnten wir dieses kleine Geheimnis für uns bewahren? Immerhin sind wir doch alle Wölfe. Mowgli, was hat Faona da gesagt? Er sagte, er würde gerne die Tasche des Menschen zurück ins Dorf bringen. Hab ich nicht recht, Faona? Ja. Und Iki wird dich begleiten. Sie wird dir zeigen, wo die Tasche hingehört. Und sie wird aufpassen, dass du sie auch wirklich hinbringst. Stimmt's, Iki? Es wird mir ein Vergnügen sein. Und dir haben wir zu verdanken, dass Akela schon bald wieder vollkommen gesund ist. Aber trotzdem, du hättest nicht einfach so davonrennen dürfen. Zum Glück ist ja Faona mitgelaufen. Ja, und wie nett von ihm, dass er die Tasche auch wieder zurückbringt, nicht wahr?